Yay! Herzlich willkommen! Ein weiteres Video in meiner lustigen Serie Fußeffekte meets Ukulele, Ukulele meets Fußeffektgeräte. Heute ein Effektgerät, das mir persönlich total am Herzen liegt und das für mich schon mehr ein Instrument als ein Effektgerät ist. Und wir reden vom Wah-Wah-Pedal. Es gibt verschiedene Arten von Wah-Wahs, zum Beispiel das Auto-Wah oder das T-Wah. Das sind Wah-Wah-Effekte, die von selber laufen, aber das Pedal ist tatsächlich etwas Besonderes. Und weil das an sich ganz schnell erklärt ist, was es macht und wie es geht, aber man deswegen noch lange nichts damit anzufangen weiß, wollte ich einen klitzekleinen Workshop dazu machen. Aber wirklich nur so klitzeklein. Fangen wir bei Null an. Meine EUKE ist an einen Verstärker angestellt. Der clean Sound klingt so. Wenn ihr so genau hinhört, dann merkt ihr, sobald ich so ein bisschen reintucke, ist der Sound nicht mehr ganz clean, sondern leicht angezerrt. Ich habe den Gain ziemlich auf Knirsch gestellt, damit, wenn ich laut spiele, der Sound etwas abgeschnitten wird und etwas knirscht. Das Wah-Wah-Pedal als solches ist wirklich total einfach. Man schaltet das erstmal ein, das ist immer so ein lustiges Knacken. Und dann, wie beim Gaspedal vom Auto, kann der ja mal gucken, das lässt sich so wippen. Und wenn man das Gas ganz wegnimmt, ist das Wah-Wah zu, wie man sagt. Im Grunde ist das Wah-Wah nichts anderes als ein Frequenzfilter. Es gibt eine Schwellfrequenz, die ihr über das Pedal einstellt und alles, was darüber liegt, wird weggeschnitten. Na? Wah-Wah zu, Sound muffig. Und wenn ich das Wah-Wah nach und nach aufmache, wird der Sound immer heller. Das ist auch schon alles. Ich halte es für eine super Idee, wenn man erstmal ein Gefühl dafür entwickelt, was das Wah-Wah macht. Nehmen wir uns doch einfach ein paar lustige Akkorde. Wie wäre es mit diesem F Major 7 hier? 5, 5, 5, 7. Und dann mit dem D Moll 7. 5, 5, 5, 5. Und dann ein B Major 7, B Flat Major 7. 3, 5, 5, 5. Und dann so ein C7, Augmented, Haumichblau. Jetzt mache ich das Wah-Wah an und lasse die Akkorde einfach ein bisschen stehen und spiele mit dem Wah-Wah-Pedal und gucke, was das aus den stehenden Akkorden macht. Könnt ihr natürlich schneller machen. Das ist an sich schon ganz geil. Jetzt bringen wir ein bisschen Rhythmus rein. Und da fangen wir vielleicht erstmal ohne Akkorde an. Flosse aufs Griffbrett und einfach ganz entspannte, smooth 16. Und sobald ihr das habt, Wah-Wah an. Und ihr tretet mit dem Rhythmus eures Downbeat das Wah-Wah immer durch. Wenn das gut läuft, dann könnt ihr auf die 1 mal einen Akkord dazu nehmen. Ich nehme immer erstmal den F9. 2, 3, 3, 3. Das wäre jetzt dieser hier. Und auf die 1, 2.
wenn ihr Lust habt, macht ihr einfach noch einen zweiten dazu. Oder einen dritten. Und da spielt ihr erstmal ein bisschen mit. Könnt ihr natürlich ein bisschen schneller machen. Und wenn ihr das könnt, dann ein bisschen mehr rütteln. Das ist natürlich der Sound, den man aus Funk und Soul kennt. Und falls euch das Thema interessiert, ich habe den einen oder anderen Workshop dazu schon mal gemacht und angeboten, findet ihr über meine Webseite. Dieses Downbeats durchtreten auf 16, das ist so eine ganz essentielle Sache für das Wawa. Eine zweite ist ein Swell. Das heißt ein Anschwellen des Sounds. Ich nehme wieder den F9-Akkord, lasse den klingen. Und dann lasse ich das Wawa über die vier Schläge des Taktes aufgehen bis zur 4 und dann mache ich es wieder zu. Passt auf, das klingt so. Sobald ihr das raus habt, könnt ihr das mit dem anderen Ding kombinieren. Zum Beispiel kann ich nur bis 3 aufmachen und danach 2 Downbeats durchtreten. Also 1, 2. Und dann könnt ihr lustig alles durcheinander kombinieren, also. Merkt schon, obwohl ich jetzt nur einen einzigen Akkord gespielt habe, ist das schon echt geiler Scheiß. Ein ganz anderer Ansatz mit dem Wawa ist jetzt, es sprechen zu lassen. Und das meine ich richtig wörtlich. Denkt euch ein Wow, Wow zum Beispiel. Und dann macht ihr dieses Wow mit dem Wawa-Pedal mit. Verstanden, was ich meine? Und um damit ein bisschen zu spielen, ist es eine schöne Sache, wenn man 4 Töne hat. Zum Beispiel diesen hier. Das ist ein F, nicht wichtig. Dann den, 2 Bünde tiefer, 3. Bund, C-Seite. Ist ein S, egal, E-Flat. Dann haben wir den hier unten, das ist ein C. Und den hier unten. Also das heißt, diese 4 Töne. Jetzt ist natürlich auch schön, wenn ihr diese Blues-Techniken wie Bending oder Slides könnt. Das macht es noch etwas ausdrucksstärker. Und das könnte dann zum Beispiel so klingen, wenn ich nur diese 4 Töne einfach runterspiele, so ein bisschen rhythmisch, dann wäre das. Und jetzt feel free to fill it up with 16ths. Wow.
Oder wenn ich sie in die andere Richtung mache. Ich glaube, eins der wichtigsten Riffs, die man mal verstoffwechselt haben muss, wenn man Wah-Wah spielt, ist das Riff Voodoo Child von Jimi Hendrix. Ich zeige euch mal die Griffe dafür. Wir brauchen die zwei, die wir hier hatten. Und dann brauchen wir diese zwei hier. Und eigentlich brauchen wir noch da unten das F, aber das haben wir jetzt nicht mehr. Und ihr werdet merken, so richtig dringend ist auch nicht. Jetzt mache ich es mal mit Wah-Wah. Und so weiter und so fort. Ja, da sind wir schon am Ende von meinem kleinen Wah-Wah-Tutorial. Ich denke, ihr habt so ein paar Ideen gekriegt, was man mit dem Ding anstellen kann. Wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche oder Anregungen, dann haut mir das in die Kommentare. Freue ich mich wie ein Keks drüber. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meine Videos weiterempfehlt oder meinen Kanal abonniert oder lauter so Gebimmel, Rabammel, Rabum. In diesem Sinne, habt viel Spaß beim weiterhin und wir sehen uns.